So, da sind wir wieder bei Island Survivor 2. Und ich habe herausgefunden, dass die Enderperle nicht auf dieser Insel war. Sie war auf einer anderen Insel. Und das war die, wo wir schon mal waren. Das war die erste Insel. Da hätten wir sie einfach wegholen müssen. Dafür war die zweite Perle gedacht. Allerdings können wir das ja nicht wissen, wenn uns das nicht gesagt wird. Das ist dann natürlich doof. Und hier oben war sie auch nicht mehr drin. Und dann wurde mir noch gesagt, dass wir jetzt schon einen Farbstoff übersehen haben. Aber wir werden ja hinterher sehen, welchen. Vielleicht kriegen wir einen doppelt. Das wäre ja schön. Angeblich der gelbe. Den hätten wir auf der vorigen Insel übersehen. Neben der Truhe, die wir unten hatten, war nämlich noch eine andere Truhe. Also, unter der Insel, da war wohl noch unten eine andere Truhe. Und da wäre wohl der gelbe Farbstoff drin gewesen. Gut, nehmen wir alles hier mit. Was nicht geht, weil wir keinen Platz mehr haben. Aber den Ofen, den müssen wir noch mitnehmen können. Das muss. Crafting Table am besten auch. Hier will ich viel Weizenkörner wegschmeißen. Nicht das Schild. Auch nicht dieser, sondern die Crafting Table. Genau. So, dann kommt jetzt die nächste Insel. Wir düsen los, nachdem wir uns noch ein Hühnchen gegönnt haben. Und das Bett darf natürlich auch nicht fehlen. Dann geht's los. Möglichst dicht. Ja. Das ist jetzt natürlich doof. Slash Game Mode. Das verstehe ich nie, sowas. Ein klassisches Let's Fail. Unsere Sachen müssten ja noch da liegen, wenn das Spiel denn nett wäre und logisch wäre. Was es wahrscheinlich nicht war, und ich habe überhaupt jetzt gerade nicht verstanden, warum wir überhaupt gestorben sind. Keinen Plan. Es war mal wieder so ein richtig typischer Fail. Eben sich. Oh, Dorfbewohner. So. Jetzt müssen wir wieder in Game Mode 0. Ja, das ist natürlich richtig doof. Wieso haben wir schon einen an? Cool, der hat sich geklont. Ist ja schön. Brauchen wir ja nicht noch einen. Okay, wir haben sicherlich einiges verloren. Darunter sind wahrscheinlich auch Farbstoffe. Obwohl, das geht eigentlich. Ich glaube, wir haben alle. Vorher haben wir die vier Erfahrungsflaschen. Die haben wir doch schon geworfen. Scheint jetzt nichts Gravierendes weg zu sein, oder? Ich hoffe es einfach mal. Okay, Insel 4, altes Gebäude. Ja. Ziemlich ruinig sieht's hier aus. Okay, es sind keine Silberfischsteine, das ist schon mal sehr nett. Guten Appetit. Jo, danke. Die werde ich mir sicherlich schmecken lassen. Ihr euch wahrscheinlich auch. Dann wollen wir mal wieder runter. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass da drunter noch eine Truhe war. Haben wir jetzt wieder etwas Platz im Inventar und die Enderperle haben wir auch schon. Dann geht's da oben weiter. Oh Mann. Diese Insel ist definitiv zu hoch gewesen. Haben gar nichts gemacht. So, Insel 5, dickes Baumgrün. Sehr dick. Ich sehe reichlich Truhen. Hellgrau. Ein Apfel und eine Fackel. Ein Schneeball. Tschüss. Auf der nächsten Insel sieht's schön aus. Hm's.
Wenn wir jetzt Eisen. Okay, wir haben Eisen, aber die will ich mir eigentlich aufbewahren für eine Eisenspitzhacke. Dass das Gras hier unten überhaupt wächst. Schöne Sackgasse. Finde ich aber cool. Das ist ein schöner Wald eigentlich. Eigentlich. Wo kann die Truhe sein? Wir rushen hier nämlich jetzt mal durch. Die Axt haben wir verloren. Genau. Das ist natürlich ein ärgerlicher Verlust. Finde ich. Relativ. Er hätte mir lieber irgendwie das Zucker verloren gehen können. Der wäre nicht so schlimm gewesen. Der wäre mir auch nicht aufgefallen. Nie. Oder das Spinnennetz. Oder der Faden. Die hatten wir. Ja. Die auch. Da unten geht's noch weiter. Was mag hier denn nur Schönes sein? Laub, wer hätte das gedacht? Ich baue mal erstmal kein Holz ab, weil... Neunmal, ja. Ich möchte jetzt nicht unbedingt euch langweilen damit, dass wir Holz abbauen. Da ist doch Laub wesentlich unterhaltsamer. Diesmal sind die, finde ich, ziemlich schwer versteckt, die Truhen. Und wir sind ja erst bei Insel 5. Also Insel 5 war bei dem letzten Mal. Ich glaube, das war die mit den mehreren Etagen. Die war auch ziemlich schwer. Wo dann unten die ganzen Monster gewesen wären. Aber diese hier ist dafür sehr heftig versteckt. Türkis. Okay, langsam wird unser Inventar wieder voll. Ich glaube, wir können hier einiges reintun. Wie gesagt, der Zucker. Aus dem Weizen machen wir uns ein Brot, denke ich mal. So. Ein Brot für uns. Und dann kann das letzte Weizen da wieder rein. Kriegen wir da noch Bäume? Nein. Dann brauchen wir die Setzlinge. Zweimal Pflasterstein brauchen wir auch nicht. So viel Erde brauchen wir auch nicht. Die bauen wir eh nie an. Eine Fackel Spinnweben brauchen wir nicht. Aber eine Axt. Nicht so. Okay, Stein haben wir. Dann haben wir jetzt eine Axt. Oh nein, das Schlimmste ist weg. Das Beste, meinte ich. Die gebratenen. Oh Mann, die gebratenen Hühnchen sind weg. Wieso? Das Wertvollste war das mit. Das brauchten wir ganz dringend. Jetzt haben wir es nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch 6 Rohre. Haben wir wenigstens die Kohle noch? Ja. Wenigstens sind wir nicht durch ins Nichts fallen gestorben. Dann wäre nämlich wirklich alles weg. Feuersteine haben wir nicht, ne? Nein. Verdammt. Auf den Inseln gab es auch noch keinen Kies. Sonst hätten wir jetzt eben mal schnell die ganze Insel hier anzünden können. Das wäre richtig Spaß gewesen. Aber da haben wir dann wohl Pech gehabt. Keinen Feuerstein. Ich könnte jetzt natürlich eine Schere machen, dann könnten wir natürlich hier richtig viel abbauen. Und ich bin dafür, dass wir das tun. Allerdings hält das dann nicht lange. Die Schere ist sehr schnell kaputt. Wir gucken mal, ob wir da noch der nächsten Insel finden. Wir wahrscheinlich gar nichts Wertvolles. Und die danach scheint Eis zu sein oder sowas. Eins. Und ein noch, dann haben wir eine Schere.
So, machen wir uns schnell hier. Keine Druckplatte. So, hoffentlich hält die hier etwas länger als auf einem Server. Das ist schon so heftig, dass es schon laggt. Okay, wie hoch sind die Bäume hier? Oh, scheinbar nicht mehr so hoch. Wie oft können wir die noch benutzen? 193 Mal. Okay, das ist gar nicht so viel, wie es klingt. Hier wird sie wohl nicht sein. Wir haben schon reichlich. Wir brauchen unser Bett, denn es wird Nacht. Wenigstens haben wir den gebratenen Fisch. Dann können wir auch schön gebratenen Fisch essen. Na komm. Schon sind wir wieder einsatzbereit. Einsatzbereit, um die Truhe zu finden. Unsere Schere ist schon gleich kaputt. Das ist doof. Aus einem Eisenbarren können wir leider keine Schere machen. Wäre aber cool, wenn wir eine kleine Schere daraus machen können. Hier ist noch unser kleiner Tunnel. Ja, noch 23 Mal. Das geht sehr schnell. Jetzt sind es wahrscheinlich nur noch die Hälfte. 11 Mal, ja. Weniger als die Hälfte. Wo ist sie denn? Und schon ist sie kaputt. Aber sie hat uns ordentlich was gebracht. Kann auch nicht. Da werden wir wohl schon gewesen sein. Ja, aber einen Apfel. Den können wir mal eben snacken. Der ist fertig. So, dann würde ich sagen, dass wir uns erst wieder beim nächsten Mal wiedersehen. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir beim nächsten Mal die Perle finden und zur nächsten Insel kommen oder am besten zu den nächsten Inseln, dass das mehrere sind, weil wir wollen ja vorankommen. Also, bis dahin.